Allerdings, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, gespannt. Was nun? Auf ein Wort. Einen schönen guten Tag. Detlef Rüsig hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Wie immer zu Beginn eines Monats unsere kleine Serie Auf ein Wort, in der wir Ihnen einmal kurz sagen, was hat es im vergangenen Monat, also im März, gegeben, woran arbeiten wir gerade und vor allen Dingen das Wichtigste, was erwartet Sie im April 2021, also im aktuellen Monat. Was ist gewesen? Also im vergangenen Monat war ziemlich viel los auf dem Blog des Dialogzentrums. Es begann wie immer mit einem Post aus dem Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, dem DNQP. Der hieß Chancen, Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung für die Qualitätsarbeit in der Pflege. Schauen Sie einmal drauf. Gehen Sie auf unseren Blog www.dzla.de und lesen Sie das mal durch. Spannend. Dann sind wir mit den ersten beiden Beiträgen unseres Schwerpunkts Architektur angefangen, die wir ausgestrahlt haben. Wie ich Ihnen gesagt hatte, unsere Kollegin Frau Vanessa Berndt, die auch Ende März bei uns wie verabredet aufgehört hat, die großartige Arbeit bei uns gemacht hat. Wir haben die ersten beiden Beiträge von ihr gebracht. Und zumal einmal den Basistext zu demenzsensibler Architektur als Text auf unserem Blog. Und die Frau Berndt hat ein spannendes Interview mit einer Architektin gemacht, mit Frau Dr. Büter von der TU Dresden, die sich speziell mit Bauten in diesem Bereich beschäftigt, sowohl mit Innen- als auch mit Außenarchitektur. Spannend, sich anzuhören und sich anzusehen. Machen Sie das mal. Dann gab es einen Beitrag vom Kollegen Müller-Hergel zur Resilienz von Pflegenden und es gab einen spannenden Beitrag zur Patientenverfügung, zur Gültigkeit von Patientenverfügung von Menschen mit Demenz. Das ist ja die Frage, kann ich heute festlegen, was ich möchte, wenn ich einmal eine Demenz habe? Das setzt ja voraus, dass ich eine Idee davon habe, was ich dann fühle oder wie ich mich dann fühle. Und der Christian führt sie in eine spannende Debatte ein. Ich schaue gerade einmal. Dann habe ich ein Interview mit dieser besagten Frau Berndt nochmal gemacht, die studiert an der Hochschule Osnabrück einen Studiengang namens HELP, Versorgungsforschung und Gestaltung. Von dem hat sie uns immer wieder erzählt und das fand ich so spannend, dass ich zu diesem Studiengang ein Interview mit ihr gemacht habe. Also schauen Sie sich das auch einmal an und ich habe mich mit ihr im Übrigen darüber unterhalten, sie ist ja noch eine ziemlich junge Frau, darüber unterhalten, inwieweit es überhaupt sinnvoll ist, Pflege zu studieren, in welcher Form auch immer. Und es hat natürlich einen Podcast gegeben zum Ende des vergangenen Monats, wieder mit einem kurzen Gedanken von mir zum Thema des Miteinanders von Pflege und Medizin. Also, gehen Sie auf unserem Blog, schauen Sie einmal nach, gehen Sie auf unsere Social Media Kanäle. Das war im März. Woran arbeiten wir im Moment? Diejenigen, die häufiger auf unserem Blog, also www.dzla sind, wissen oder haben gesehen, dass wir ihn gerade vom Layout überarbeiten. Habe ich viel Zeit investiert, habe versucht, ihn etwas einfacher zu strukturieren. Vielleicht melden Sie einmal zurück, ob es Ihnen so gefällt und was Sie sich von uns noch weiter erwarten. Dann ist endlich das erste Online-Seminar im März gelaufen. Christian Müller-Hergel hat eins gemacht und es werden auch zwei weitere Folgen, nämlich eines zur Biografiearbeit und am 5. März mache ich noch ein Online-Zoom-Seminar dreistündig zum Thema Wohlbefinden und Lebensqualität messen und bewerten. Dazu können Sie sich noch anmelden. Gehen Sie auf unseren Blog, gehen Sie zur Dialogakademie. Dort habe ich auch ein kleines Video gemacht, wo ich etwas über die Inhalte dieses Seminars erzähle. Was haben wir noch gemacht? Ich habe in der Zeitschrift Dr. Med Mabuse, der einen Artikel geschrieben, den habe ich überschrieben mit Das doppelte Paradoxon. Da geht es um die Zukunft der gerontopsychiatrischen Pflege und sozusagen, ich habe mich mal nicht eingesperrt mit meinen Gedanken, sondern habe einfach mal vieles davon rausgelassen. Das hat die Barbara Klee-Reiter zum Anlass genommen, mit mir ein Interview dazu zu machen. Das haben wir auch auf unserem Facebook-Kanal gepostet und Sie finden es auf dem Facebook-Kanal von Barbara Klee-Reiter. Vielleicht schauen Sie einfach einmal nach. Ich glaube, das ist ganz spannend, zumindest um weiter zu diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn es dazu Rückmeldung gäbe. Dann wird diese besagte Frau Klee-Reiter, die ziemlich bekannt ist im Bereich der Fort- und Weiterbildung im Bereich Demenz und die das Demenz-Balance-Modell entwickelt hat,
Die wird bei uns auch Seminare geben. Die Daten stehen noch nicht genau fest, aber es wird um ein Präsenz- und um ein Online-Seminar geben zum Thema Moderation in der Pflege. Also das wird auch sehr spannend. Schauen Sie immer mal wieder bei uns vorbei. In den nächsten Tagen werden wir das Datum festzurren und werden dann auch etwas zu den Inhalten schildern. Das leidige Thema Spenden fürs Dialogzentrum, wenn Sie unbedingt spenden wollen, was mich sehr freuen würde, melden Sie sich bei uns. Ansonsten kann ich Ihnen weiterhin versprechen, dass das Thema in der Mache ist und Sie demnächst online spenden können. So, jetzt aber. Was erwartet Sie im April? Der neue DNKP-Post ist schon erschienen. Das liegt einfach daran, dass in diesem Monat der erste Donnerstag im Monat auf den ersten fiel, sodass das auf ein Wort dieses Mal nach dem DNKP-Post geht. Darum geht es um eine Frage des Vertrauens. Also wie können Sie sicher sein, dass in Leitlinien und speziell auch in den Standards des DNKP Sie wirklich sozusagen den State of the Art lesen. Da geht es auch um Aktualisierung von so etwas. Spannender Artikel. Zweitens, Christian Müller-Herdl hat ein kritisches Glossar zu etwas sehr Wichtigem gemacht, nämlich zum Ekel, zum Konzept des Ekels in der Pflege. Ja, das kennt jeder, der in der Pflege arbeitet. Auch das sehr, sehr, ich finde, sollten sich unbedingt anschauen. Dann hatte ich ja angekündigt, dass wir einen weiteren Schwerpunkt, wo es um Psychopharmaka bei Demenz und Reduktion von Psychopharmaka. Es gibt eine Studie namens DECIDE, die läuft derzeit noch, vom Bayerischen Gesundheitsministerium durchgeführt, vor allen Dingen unter Federführung der TU München, Frau Diel-Schmidt und Frau Dr. Hartmann. Und eben mit besagter Frau Dr. Hartmann habe ich sowohl zu dieser Studie, also in der es um die Reduktion von Psychopharmaka bei Demenz, bei schwerer Demenz in Heimeinrichtungen geht und in Wohngemeinschaften, und aber auch allgemein zum Thema Reduktion von Psychopharmaka, habe ich mit ihr ein Interview geführt. Relativ lang, wird ausgestrahlt bei uns auf unserem Blog und natürlich auf dem YouTube-Kanal alsbald. Kommt also im April. Dann hat der Christian noch ein kritisches Glossar gemacht, nämlich zum Wohlbefinden und Lebensqualität und inwiefern Neigungen und Präferenzen einen Einfluss haben nachher auf das Wohlbefinden und auf Lebensqualität. Das ist noch wichtig. Und natürlich Ende des Monats wird es einen neuen Podcast geben mit einem neuen kurzen Gedanken von mir. Also, Sie sehen, Sie hören, bei uns ist richtig was los. Wir drehen gerade richtig auf. Wir haben viel produziert. Wir haben noch viel auf Halde, auf was wir produziert haben. Wir wollen Sie aber auch nicht überfordern. Darum wird es weiterhin immer jeden Dienstag etwas geben und ab und an auch donnerstags. Wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann erzählen Sie es anderen. Wenn Sie Anregungen haben, melden Sie sich bei uns. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie etwas Wichtiges zu sagen haben oder dass es ein wichtiges Konzept gibt, was Sie beschreiben wollen oder ein wichtiges Projekt, melden Sie sich bei uns. Wir machen vielleicht gemeinsam daraus dann einen Beitrag auf unserem Blog. All das. Also, gehen Sie auf unsere YouTube-Kanäle, wenn Sie mögen, abonnieren Sie die Kanäle, damit Ihnen nichts verloren geht. Im nächsten Monat wird es, also im Monat Mai, wird es auch wieder ein Forschungs-Newsletter geben. Also abonnieren Sie unsere Newsletter, wenn Sie mögen, damit Sie nichts verpassen. Und ansonsten, ja, bleiben Sie dran und was ich Ihnen immer wünsche, machen Sie weiterhin einen Unterschied. Also ich wünsche Ihnen einen tollen April zunächst erstmal und bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf ein Wort.